Es ist nichts zu sagen. Es gibt nichts zu vermerken. Es ist nur eins zu sehen. Das Leid einer Mutter. Eigentlich war Uri Jalloh nicht Mord, sondern Doppelmord. An dieser Stelle sehe ich noch vor uns die Mutter von Uri Jalloh. Und wenn heute dieses Lied ertönt, das ist nicht nur, weil wir Uri Jalloh in unserem Herzen tragen, sondern auch seine Mutter. Sie war da, sie war in Magdeburg, sie war in Berlin, sie war überall, weil sie nur eins wollte, Gerechtigkeit. Es heißt, hier herrscht ein Rechtsstaat. Aber eine Mutter ist gekommen und eine Mutter ist zurückgekehrt und dann ist sie gestorben, ohne Gerechtigkeit zu sehen. Ich frage alle, die ihr da steht, vor diesem Gebäude, in diesem Gebäude, was haben sie getan, damit eine Mutter zurückkehrt und stirbt? Aus Verzweiflung, weil sie Gerechtigkeit nicht erlebt hat. Und das ist eigentlich das Versprechen, das wir einhalten müssen. Dass überall, wo sie sein kann und wo sie ist, dass sie nun endlich mal Gerechtigkeit erlebt, dass sie sagen kann, meine Kinder habe ich hinterlassen, aber meine Kinder haben bis zu ihrem letzten Atemzug gekämpft, damit für Uri Jalloh, für die Mutter von Dominik, von der Mutter von Marieme, für alle die Kinder und für alle die Mütter, nun endlich mal Gerechtigkeit siegt. Das ist das Versprechen, dass wir, die hier sind, die hier stehen, die hier laufen, anhalten müssen. Sonst leben wir umsonst. Uri Jalloh, das war nicht nur Mord, das war Doppelmord. Uri Jalloh!